Hallo zusammen. Ich starte gerade wieder auf eine weitere Radtour. Stehe jetzt wie demnächst öfter wahrscheinlich hier in Lippstadt an der Lippe und überlege gerade, wo es hingehen könnte. Wir haben 1 Grad. Es ist ziemlich bewölkt, wie ihr seht, aber es ist trocken. Daher habe ich überlegt, einfach mal wieder eine Tour ohne Plan zu machen. Die letzten Tage war es hier doch relativ schmuddelig, wie man vielleicht auch so am Rad sehen kann. Deswegen habe ich gestern mal neue Bremsbeläge auch gemacht. Die waren so am Knarzen und dabei ist mir aufgefallen, dass die wirklich schon ganz runter waren. Aber das Wechseln bei diesen Magura-Bremsen ist ja relativ einfach. Das geht ruckzuck. Gemacht, getan. Jetzt quietscht auch nichts mehr und packt auch wieder ordentlich. Aber das nur am Rande. Ja, also wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran und schaut's euch an. Und so sieht's aus, wenn man aus der Stadt rauskommt. Man hat in der Ferne einen Blick Richtung Sauerland. Ich halte mal gerade an. Ich weiß nicht, ob ich das so ranzoomen kann, wie ich es hier mit dem bloßen Auge sehe. Aber man sieht den Schnee auf den Höhen des Sauerlandes hinten. Ja, so müsstet ihr es auch erkennen können. Schön, das auch von hier schon zu sehen. Das sind so 30, 40 Kilometer, würde ich sagen. Ja, 30. Fakt ist, dass man ja jetzt nicht hinfahren soll aufgrund Corona. Aber es wäre schon schön, so ein Tag im Schnee. Vielleicht sollte man das einfach mal mit dem Fahrrad in Angriff nehmen. Wobei, dann ist man ja genauso da wie mit dem Auto. Es nimmt sich eigentlich auch nichts. Naja, ich genieße jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Fahrt im Umland und mal schauen, was so kommt. Was mich auch immer wieder begeistert, ist, dass man hier noch diese Landwirtschaft hat, wo man dann am Hof auch direkt einkaufen kann. Jetzt in diesem Fall, soweit ich weiß, nur Kartoffeln. Aber prinzipiell gibt es hier ja sehr viele Hofläden, wo man auch Käse kriegt und Milch und ja, alles Mögliche. Finde ich so ganz schön, aber auch auf Radtouren, weil man dann ja auch immer die Option hat, sich zwischendurch mal so einen Snack zu gönnen, wenn man ja über Land fährt. Und Käse geht in meinem Fall immer. Aufgrund dieser Glutengeschichten, was ich ja nicht vertrage, ist Käse immer meine erste Wahl beim Brotbelag. Ist das nicht ein schnuckliges Häuschen? Oh, hier liegt ein Fahrrad, stark demoliert. Ich hoffe mal nicht, dass das von irgendeinem Verkehrsunfall war. Ja, angekettet ist es auch so deformiert, wie es war. Ja, nicht schön. Das sind doch Schilder, die im Grunde einladen, um da reinzufahren. Durchfahrt verboten im Grunde, für Radfahrer frei. Kann ja eigentlich nur schön werden. So direkt an der Hauptstraße geht ja der Radweg schnurstracks gerade hoch. Spricht nichts gegen, aber so mit dem Autolärm, wenn man es meiden kann, ja, sollte man es auch machen, denke ich. Hier stehen jetzt Hinweisschilder nach Weckinghausen. Dort, das ist im Grunde ein paar Häuser und ein bisschen Landwirtschaft. Oder hier Richtung Bad Westernkotten zum Kurort. Rechts die Strecke kenne ich, hier links die kenne ich nicht. Also nehme ich die Richtung Bad Westernkotten. Man soll ja auch immer wieder was Neues ausprobieren. Und so kommt dann 1 Kilometer zum anderen. Und wenn man dann später wieder zurück ist in seiner Wohnung oder seinem Haus, was auch immer, weiß man, dass man was Schönes getan hat. Die Beine werden so richtig schwer. Naja, gut, da gehören schon ein paar Kilometer mehr zu, aber ihr wisst, was ich meine. Und hier, man hört auch so die einzelnen Vögel. Hat schon was. Ich war jetzt die letzten beiden Nächte auch arbeiten. Und
Das Schöne dabei ist, dass ich dann auch viel über Land unterwegs bin. Und dann sieht man halt nachts auch die ganzen Tiere. Jetzt letzte Nacht war Großteil Hasen oder Kaninchen, aber auch ein Reh wieder. Und ihr wisst ja, wenn ich Tiere sehe, ist das immer was Schönes für mich. Es ist toll. So, hier ist ein kleiner Bach. Welcher das jetzt ist, ist mir nicht bekannt. Aber es fließt nicht sonderlich viel Wasser, wie ihr sehen könnt. Und dort in die Richtung geht's Richtung Industriegebiet Erwitte, denke ich mal vom Weg her. Und dort nach Bad Westernkotten. Ich werde jetzt erst einmal Richtung Industriegebiet fahren, weil ich denke, dass ich dann weniger Bundesstraße fahren muss, sondern die nur einmal quere. Und in die Richtung muss ich, glaube ich, ein Stück Bundesstraße fahren. Und das will ich nicht wirklich. In dem Industriegebiet Erwitte ist jetzt hier dieser Wohnmobilhändler. Schaut euch mal an, was der da an Masse stehen hat. Wäre schon nicht schlecht, so ein Kastenwagen in der Art. Aber wenn man überlegt, dass die 30.000, 40.000 mindestens kosten und als Gebrauchte auch nicht viel günstiger sind, wenn sie noch gut sind, ist das schon eine Menge Geld. Da kann man eine ganze Zeit lang von leben. Ich war gerade am Erzählen, wie schön das da hinten ist mit diesen einzelnen hellen Flecken, als der Akku wieder von jetzt auf gleich einen Geist aufgegeben hat. Also bei den Temperaturen geht das wesentlich schneller. Aber es wäre auch schön, wenn das mal vorher angezeigt wird, von wegen Akku schwach oder ähnliches. Naja, man kann nicht alles haben. Ich finde auf jeden Fall die Aussicht hier klasse. Richtung Sauerland, wie vorhin schon mal gesagt, da in den Schnee rein mit dem Licht. Aber auch in die andere Richtung, wo man nach Erwitte schaut und dann im Vordergrund die Kirche sieht. Und dahinter die Zementwerke. Selbst das sieht gut aus. Aber mein Weg wird jetzt weiterführen Richtung Bad Westernkotten. Und zwar in die Richtung. Schaut mal dort, da ist so ein kleiner Wasserfall. Ich bin von dieser Seite schon so oft nach Bad Westernkotten reingefahren, aber immer nur mit dem Auto. Oder halt im Sommer, wenn das hier alles bewachsen ist, wie in dem letzten Video. Also man erlebt zu dieser Jahreszeit doch immer wieder Überraschungen, weil die Sachen halt nicht zugewachsen sind. Schön, wirklich schön. Wenn man ein bisschen aufmerksam bleibt, erlebt man auch in seiner eigenen Region immer wieder Neuigkeiten. Und ich sag zu oft schön. Und hier steht's nochmal. Bad Westernkotten grüßt seine Gäste. Hier ist der Zulauf zu diesem kleinen Wasserfall. Und ich werde jetzt gleich dort runterfahren, oder? Nee, ich nehme einen weiter, dann zeige ich euch nochmal den Wohnmobilstellplatz, den es hier gibt. Und zwar hier auf der rechten Seite, hinter der langgezogenen Hecke, ist der Wohnmobilstellplatz direkt an der Therme, die hier auch ist in Bad Westernkotten. Aber Corona-bedingt ist auch hier der Stellplatz geschlossen. Das heißt, die Leute stehen halt vor der Tür. Ob das alles so Sinn macht, ob man jetzt hier vor der Tür steht oder auf dem Gelände offiziell, naja, muss jeder für sich entscheiden. Ich stehe ja auch gerne irgendwo frei. Auch bei Corona. Von diesem Parkplatz aus kommt man dann direkt hier am Kurpark, wo es dann zum Kurmittelzentrum geht. Sohletherme, Touri-Info, alles was so dazu gehört. Ja, einer mit dem Schifferklavier macht da vorne Stimmung. Minigolfanlage, ein schöner neuer Spielplatz sehe ich gerade. Den kannte ich noch nicht. Und das hier ist der Kurpark mit dem Gradierwerk dort hinten. Aber das zeige ich euch gleich da vorne nochmal.
Das ist die Soletherme, natürlich auch geschlossen. Ist schon merkwürdig, dass alles so verwaist immer zu sehen hier. Und dort hinten seht ihr das Gradierwerk. Da konnte man sonst immer durchgehen und hat dann diese sohlehaltige Luft schön inhalieren können. Ich werde jetzt nicht weiter in den Kurpark gehen, weil das mit dem Rad verboten ist. Und ich das Rad auch nicht jetzt hier abstellen möchte, um da zu laufen. Ich möchte radeln. Hier ist die Kurhalle noch zu sehen. Und ansonsten so diese normalen Wege. Hier nochmal so ein kleiner Springbrunnen mit den schönen Bronzefiguren dabei. Ach, diese Orte, was ich Kurorte nenne, die haben schon immer so ein bisschen ihren Reiz, finde ich. So, weiter geht's. Vielleicht gibt's ja heute unterwegs mal irgendwo eine Kleinigkeit zu essen. Da hätte ich auch mal wieder Lust zu, irgendwo was zu essen. Ach ja. Wir können es nicht ändern, wir müssen es hinnehmen. Und irgendwann wird es ja auch wieder anders. Ja. Da ist der alte Kornspeicher, könnte man auch einkehren. Dahinter das Hotel Salinenpark. Also ist schon ein nettes Örtchen, ist klein, aber fein hier. Wenn ihr mal in der Region seid, schaut euch Bad Wässernkotten einfach mal an. Im Ortskern von Bad Wässernkotten, wie oft hier in der Region, gibt es hier diese Figuren. Und die zieren dann so bestimmte Plätze, irgendwie hier an den Bachläufen. Und nennen sich Alltagsmenschen. Das war mal so ein Kunstprojekt, glaube ich, von irgendeinem Künstler. Auf jeden Fall immer schön anzusehen. Gibt es auch in Wiedenbrück einige, in Lippstadt, also überall. Einfach mal die Augen aufhalten. Ja, und diese Bachläufe an sich ist ja auch schön gemacht hier so durch den Ort. Ach, und ich liebe es, dass meine Bremse nicht mehr quietscht. Habe ich das schon erwähnt? Das war in manchen Videos nicht mehr zu ertragen. Aber die waren auch so runtergeschliffen. Aber die waren ja auch jetzt fast 10.000 Kilometer drauf. Da dürfen die auch mal runter und verhärtet sein. Dort sieht man schön die Kirche hier von Bad Wässernkotten und das Ehrenmal. Ach ja. Hier ist jetzt der Forellenweg. Wenn man von der Westernkötter Straße Richtung Lippstadt eigentlich fahren würde, geht es am Ortsausgang von Bad Wässernkotten dann an diesen Forellenweg rein. Ach, da unten sitzt wieder Nutria, ein schwarzes diesmal. Schaut mal, das wäscht sich gerade oder putzt sich. Ist das klasse. Und das ist so entspannt, ist so ein ganz kleines. Ah, das müsst ihr doch zugeben, das ist doch eine klasse Sache, wenn man das so sieht. Ich könnte jetzt natürlich wieder stundenlang draufhalten, weil mich das immer so fasziniert. Aber wahrscheinlich interessiert es die meisten nicht so sehr wie mich. Deswegen mache ich jetzt die Kamera mal kurz aus, werde hier ein bisschen was trinken und dann den Weg einfach weiterfahren. Aber solange schaue ich mir das Nutria noch an. Und weiter geht's auf dem Forellenweg. Den bin ich selber. Ach, schaut mal hier. Ah, ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen ranzoomen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich glaube Eisvogel, ne? Heißen die, oder? Vielleicht weiß es jemand von euch, könnt ihr gerne mal schreiben. Ja, was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich diesen Forellenweg selber noch nie gefahren bin. Und selber schauen muss, wo mich das Ganze hinführt. Aber da das hier am Wasser ist und so mehr oder weniger nur Natur, werde ich den einfach mal fahren. Der Tag ist ja noch jung, ist erst irgendwie 1 Uhr oder sowas.
So, ich habe gerade mal nachgeschaut. Das war tatsächlich ein Eisvogel. Schön, hätte ich gerne ein paar Bilder davon gemacht. Hier ist mal wieder eins von diesen schönen Hinweisschildern. Dieser kleine Bachlauf, den man hier sieht, der eher aussieht wie ein großer Graben. Das ist die, jetzt muss ich noch mal gucken, Flachröte, glaube ich. Flachsröte. Und die endet hier in der Gisela. Also ist das hier auf der rechten Seite die Gisela gewesen, wo ich vorher nicht wusste, welcher Bachlauf oder Fluss das ist. Die Gisela wiederum sieht man nachher schön in Lippstadt nochmal, wo sie endet. Und hier, diese Grünfläche nennt man auf der Bleiche, weil hier früher die Wäsche gewaschen wurde. Und dann durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit des Wassers die Bleiche direkt hinfortgespült wurde. Immer wieder schön solche Hinweisschilder. Jetzt habe ich den Weg verlassen. Dort wird es weitergehen Richtung Muckenbruch. Das ist auch so ein kleines Naherholungsgebiet, nenne ich es mal, wo meines Wissens nach früher Torf gestochen wurde. Und da möchte ich jetzt allerdings nicht hin, weil da ist an dem Wochenende immer ja doch viel los. Das muss ich jetzt nicht haben. Deswegen probiere ich jetzt diesen Weg aus. Das sieht so optisch erstmal aus, als wenn das zurückführt auf die Westernkötter Straße und von da aus weiter Richtung Lippstadt. Ja, meine Lieben, ich bin jetzt wieder in Lippstadt angekommen, an der Lippe, in der Nähe des Bootshauses, und würde sagen, das war's für heute. Ich fand die Tür wieder sehr angenehm. Ich hoffe, es geht euch auch so, dass ihr dieses Video dann auch dementsprechend genießen konntet, trotz meiner Sprachfehler, die ich im Moment habe. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Aber ich schneide ja nichts, das wisst ihr. Habe ich wahrscheinlich auch schon oft genug erwähnt. Und würde sagen, mit diesen schönen Bildern, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.